Gast ist Michael Deubner, den Sie sicherlich alle kennen, der alle großen Galas hier in Mannheim veranstaltet hat. Die Offiziellen des heutigen Abends darf ich Ihnen vorstellen, das Kampfgericht besteht aus Lars Martinsson, Schweden, Jon Jakobsen aus Norwegen, Lutz Wiesner, Deutschland, Will Rafen, Holland und Marek Fisch aus Polen. Offizieller, der technische Leiter der Professional Kickboxing Organization ist Stefan Willen und der Ringarzt des heutigen Abends ist Dr. Ahrens. Der erste Vorkampf, den Sie heute Abend sehen werden, der erste Kampf dieser Kickbox-Gala, wird im Leichtmittelgewicht ausgetragen in der Gewichtsklasse bis 71 Kilogramm. Es werden kämpfen gegeneinander ein Mann, der für seine hervorragende Technik bekannt ist, Gerd Dietrich nämlich, gegen einen Mann, der vor allen Dingen für seine harten Schläge, für seine Erfahrung und natürlich für seinen ganz speziellen Kampfstil bekannt ist, nämlich Viktor Hoffart aus Bornatal. Gerd Dietrich ist der wohl zurzeit beste deutsche Kämpfer im Leichtmittelgewicht. Er ist der amtierende Europameister, beziehungsweise er war der Europameister der WAKO, der World Association of Kickboxing Organizations, ist der deutsche Meister in dieser Gewichtsklasse 1988, 1989 und 1990. Gerd Dietrich hat 35 Siege, 10 Niederlagen und 5 Unentschieden auf seinem Konto. Der offizielle Titel zurzeit, wie gesagt, Amateur-Europameister, der WAKO. Während er in den Ring kommt, wird er kämpfen in der blauen Ecke. Der Ringrichter in diesem Kampf ist Lutz Wiesner, den ich Ihnen hier vorstellen darf. Jetzt also der erste Kämpfer des heutigen Abends in der blauen Ecke und ich bitte Sie um einen Riesenapplaus. Gerd Dietrich aus Mannheim, 26 Jahre alt, 1,70 Meter groß. Gerd Dietrich. Sein Gegner, ein schlagstarker, routinierter Fighter, ebenfalls ein amtierender deutscher Meister. Heute Abend treten zwei deutsche Meister gegeneinander an, aus zwei verschiedenen Verbänden. Viktor Hoffart ist amtierender deutscher Meister und amtierender Hessenmeister der IASCA, der Internationalen Association of Sport, nein, der Internationalen Amateur Sport Karate Association. Der deutsche Meister und amtierende Hessenmeister kommt aus Bornatal. Und wir begrüßen uns im Ring kämpfend in der roten Ecke Viktor Hoffart aus Bornatal. Die Punktrichter in diesem Kampf sind Lars Martinsson aus Schweden, Jon Jakobsen aus Norwegen und Will Rafen aus Holland. Ringrichter, wie gesagt, ist Lutz Wiesner und der erste Kampf des heutigen Abends geht über die Distanz von 5 Runden. Wir kommen zum Beginn der ersten Runde. Ja,
zwischen Gerhard Dietrich und Viktor Hoffart. Zur Erläuterung vielleicht, die Professional Kickboxing Organization stellt es jedem Kämpfer frei, einen Kopfschutz zu tragen oder nicht. Willkommen zur zweiten von fünf Runden. Und das war das Ende der zweiten Runde.
zwischen Gerd Dietrich aus Mannheim und Viktor Hoffmann aus Baunatal. Das war der Beginn der vierten und vorletzten Runde. Das Ende der vierten Runde.
Und das war das Ende dieses Kampfes in Leicht-Mittelgewicht zwischen Gerd Dietrich und Viktor Hockart. Bevor wir zur Ergebnisverkündung kommen, möchte ich mich noch einmal bei Viktor Hoffmann recht herzlich bedanken. Der Pole Kondratza sollte ursprünglich kämpfen in diesem Kampf, er ist leider erkrankt. Viktor Hoffmann ist kurzfristig eingesprungen, konnte sich nicht optimal vorbereiten, hat trotzdem einen super Kampf geliefert. Gewinner und Sieger im ersten Kampf des heutigen Abends kämpfen in der blauen Ecke, Gerd Dietrich aus Mannheim. Ein Applaus aber auch für Viktor Hoffmann aus Barnatal.